Ich habe schon wieder getan. Also wir haben jetzt gerade die dritte Folge, die Folge 5 heißt. Easy. Ja, egal. So, und was sich auch noch gerade was sich gerade auch noch ändert, ist das User Interface. Ich meine, ich persönlich komme damit natürlich wunderbar klar, weil ich bin technikaffin, ich habe Ahnung von Spielen, ich habe Ahnung von Mindtest. Ich weiß also, was was bedeutet, wo ich hier hinklicken muss, damit was passiert. Ist auch nicht in dem Sinne schwer. Für Leute, die ein bisschen Ahnung haben, aber es gibt halt auch Leute, ne, gerade so Leute, die nicht so computeraffin allgemein sind, gerade so die, ne, Generation 60 plus oder 40 plus auch teilweise schon. Und da ist gerade auch in Arbeit direkt von einem Kern-Developer das Menü hier komplett zu überarbeiten, dass es wesentlich schlanker ist. Ich meine, das Video jetzt kommt in 3 Wochen raus, heißt also, kann durchaus sein, dass es dazu schon direkt in meinem Test drin ist. Naja, wie gesagt, ist gerade echt eine ganze Menge, was sich da gerade ein bisschen so, ändert jetzt noch nicht unbedingt, aber zumindest zeigt, dass es geht. Das finde ich schon geil. Ich bin sowieso einer, der so gerade so Rumspielereien, Proof of Concepts mag ich extrem. Einfach mal so in der Engine nehmen, gucken, was damit so alles möglich ist. Finde ich schon nicht schlecht. Was, waren wir hier schon? Doch, klar, hier drin waren wir schon. Ja. Aber wo wollten wir denn hingehen? Was ist mit dir? Waren wir hier oben? Ja, da waren wir auch schon. Ach, von da kamen wir sogar, kann das sein? Ja, von da kamen wir. Und hier waren wir noch. Ah, oh. Fuck, draußen ist dunkel. Okay, das ist jetzt ein bisschen blöd. So, das heißt, die Höhlen haben wir schon erkundigt. Draußen ist es dunkel. Was tun wir denn jetzt so? Hier machen wir eine Fackel. Oh mein Gott. Ja. So viel zu dem Thema. Da stellen wir mal eine Fackel hin. Ich danke dafür. Ach Mann, da. Dankeschön. Oh oh, ich höre einen Zombie. Komm her, Mistgeburt, trau dich. Hallo? Komm mal her, mein Kleiner. Hast es ja verdient. Hallo? Blutverrottetes Fleisch. Was natürlich geil wäre, wenn wir irgendwie so Dungeon finden würden, ne? Das wäre schon. Komm ich hier einfach mal raus hier. Das wäre schon nicht schlecht. Einfach mal so ein kleiner Dungeon. So haben wir noch irgendwo Höhlen. Da hinten war noch eine Höhle. Sollten wir da jetzt hingehen, während es gerade so dunkel ist? Ach komm, wer nicht wagt, der nicht gewinnt, ne? Also easy. Ist ja nicht so, dass wir nichts Besseres zu tun hätten als zu sterben. War das hier? Ja, hier war das. Nee, komm, wir gehen erstmal ins Bett. So, Beine in die Hand nehmen und dann geht's ab. Was? Wie kommt der denn hier rein? Vor allem, wenn es ein Monster gespawnt wäre, okay. Aber ein Hund? Die spawnen doch eigentlich nur auf Gras und solche Sachen, oder nicht? Lol. Na gut. Ab ins Bett. Oh Mann, Alter. Uiuiui. Auf ins neue Geschehen. Wie geht's in unseren Beten? Ach, wir brauchen doch ein bisschen.
So, zuallererst mache ich mal Frühstück. Dazu nehmen wir mal das hier und das hier und das hier und alles und schmeiß das einfach mal direkt in unseren Ofen. Dann brauchen wir drei Stück. 1, 2, 3. Da kommt zuallererst das hier, dann das da, dann das da und dann das da. Das müsste genau passen. Oder? Nein, passt nicht. Brauchen wir viermal Kohle. Warte kurz. 1, 2, 3, 8, 24. Also 32 insgesamt. Genau. Brauchen wir viermal Kohle. Nicht mal rechnen kann ich hier mehr. Was ist denn hier los? Schön Schnitzel am Morgen, ey. Vertreibt Kummer und Sorgen, ey. Das war mal hier. Das ist mal meine. Das ist eine wahre Wahrheit hier, ey. Ist ja hier, ist ja. Ah, wie ich gedacht habe. Okay. Heißt also, es fängt wirklich erst an zu braten, wenn das Ding hier leer ist. Das ist natürlich scheiße. Ist ja auch egal, ey. Ist ja. Daneben, so easy. Sehr schön, dann machen wir mal hier ein bisschen Feldarbeit. Gucken wir mal hier, ne? Getreide ist leider noch nicht da. Macht aber nichts. Siehst du, wir könnten mal Kakao anbauen. Langsam mal, ne? Wollte auch mal die ganze Zeit machen hier. Du kommst mal her. Du kommst mal her. Dann bauen wir draußen mal schön Holz an. Hier, Kakao. So, sehr gut. Ein paar Steaks haben wir schon mal. So, halt. Ich sollte warten, bis der fertig ist. Andererseits, kommen wir jetzt ehrlich. So, wir brauchen einen Totempfahl. Den mache ich mal hier so hin. Drei hoch reicht aus. Oh, Scheiße. Sehr schön. So. Kakao. Kakao. Da. Getreide ist noch nicht fertig, aber schon mal eine Wassermelone. Sehr gut. Okay. Dann können wir jetzt auch langsam mal frühstücken. Das heißt, Wassermelone, check. Fleisch, check. Pilze. Check, oder? Und dann bedient. Erstmal eine Hauptspeise hier, eine schöne Pilzsuppe mit Fleisch. Oh, wir sind bereits satt. Ja. Das geht ja gar nicht, wenn man Hunger, also wenn man keinen Hunger hat, dann geht es ja gar nicht mit Essen. Oh Mann, ich habe jetzt extra schön Frühstück hier vorbereitet, ne? Hauptmahlzeit hier mit schön Fleischgericht und noch Nachtrupsa hier. Was Gesundes hinterher. Und der sagt das Spiel einfach, nö, will ich nicht. Ist ein Scheißspiel, mag ich nicht mehr. So, dann halt nicht. So, du, nee. Wie lange brauchst du noch? Kommt nicht mehr raus hier. Bam. Okay. So. Reicht erstmal. Du da rein. Du da rein. Und dann würde ich mal sagen, jo, ab in die Mine. Tür zu, damit hier kein Hund wieder reingeht. Ach ja. So, das war jetzt gleich hier, ne? Nee, hier war's nicht. Hä? Doch eins weiter weg?
Okay. So, dann räumen wir jetzt ein bisschen auf. Du kommst weg, du kommst weg. So. Perfekt. Okay. Jetzt die Frage, wie gehen wir hier rein? Vor allem, wie tief ist das Ganze überhaupt? Okay. Also das sieht mir jetzt eher aus wie so eine typische Mindtest-Höhle. Ne, also sowas ist man unter Minecraft denn doch eher nicht gewohnt. Come on. Okay, also es gibt hier keine weiteren Verzweigungen. Es war eine große Haupthöhle, aber mehr halt auch nicht. Mach ich hier nochmal eine Fackel hin, für den Fall, dass ich was übersehe. Nö. Nichts da. Okay, das war ja ein kurzer Trip. Schade, ich dachte hier jetzt auch nochmal so ein richtig schön verzweigten Höhlensystem irgendwo hin. Aber dann wohl doch nicht. Na gut. So, dann würde ich mal sagen, unser nächster Aufenthalt ist genau gegenüber. Da war ja auch noch irgendwo so eine Höhle. Mal gucken, wie ist das, wie es da eigentlich aussieht. Oh, ein Hase ist gestorben. Doink. 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 Hallo. Oh, was ist denn hier los? Hä, Nanunana? Warum ist der da drunter? Warum ist der denn? Hä? Komm mal her, was her? Wo ist jetzt meine... Da ist meine Hole. Okay, geht nicht. Scheiße. Aber warum ist das Ding da so... Oh, jetzt kommt die Sonne hier tierisch raus. Was ist denn hier los, ey? Wird ja richtig hell draußen. Das Ding da ist auch hell. Hä, hey, was geht denn hier gerade ab? Hä? Aber hier ist doch Wasser. Und hier ist auch alles nass auf der Seite. Hat das was mit den anderen, mit den Melonen hier zu tun? Oder was jetzt? Ja. Hat was mit den Melonen zu tun. Ich glaub's ja nicht. Was ist das denn für eine Scheiße? Okay, dann müssen wir uns also mit dem Belohnung nochmal was anderes einfallen lassen. Sorry, da müssen wir leider alle ab. Das ist Bullshit. Nee, 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 weil eigentlich müsste es ja hier, ne? Ist ja hier Wasser. Heißt also alles bis ungefähr hier so ein bisschen nass werden. Ja, es wird nass. Okay, geil. Dann kommt nämlich hier Kürbis hin. Weil dann kann das Zeug nämlich nur noch in eine Richtung wachsen. Und zwar... Halt. In die Richtung hier.
Weil ich schätze mal hier, dass es das hier braun geworden ist, weil der Kürbis erstmal versucht hat, hier hinzuwachsen, dann gesehen hat, okay, da ist aber bereits was, und dann in die andere Richtung gewachsen ist. Und das Ding aber trotzdem geupdatet wurde. Das ist das Einzige, wie ich das mir erklären kann. Na gut, müssen wir dann natürlich dann fixen, wenn wir es ernten, ne? Ganz klar. Schöne Scheiße. Fängt er wieder gut an hier. Ist ja meint, dass du komplett verbackt hier. Mein Klon, mein doch. Du musst sterben dafür. Ist alles deine Schuld. Alles deine Schuld. Wie viele Schafe hier. Gott. Wir müssen auch mal hier irgendwie mal so eine Tour machen. Gucken, was hier so alles an Frischfleisch rumliegt. Ne, ich meine, das war alles jetzt ganz schön durchgewässert, wenn die hier im Wasser sterben. Aber ganz ehrlich. Lieber durchgewässertes Fleisch, als selber Tiere töten zu müssen. So, hier sehe ich Gestein. Hier sind wahrscheinlich Höhlen. Ja, sehr wahrscheinlich. Danke dafür. Aber hier ist was. Jawohl. Guckt euch das mal an. Eine wunderschöne, normgerechte Höhle. Hallo? Hallo? Okay. Da oben ist Eisen. Das Eisen, das Eisen, das Eisen, das Eisen, das Eisen, das Eisen, das Eisen. Ach, leck mich doch am Arsch. Dankeschön. Das ist noch mehr Eisen. Dankeschön. So. Dann leuchten wir hier aus. Die ausleuchtet. Oder um jetzt hoch. Komm ich da? Ja. Komm. Ach, fick dich. Arschloch. Ja, da geht es tatsächlich noch weiter. Na gut. Da würde ich mal sagen, wir kloppen mal hier das Eisen ab. Ist der Bug immer noch drin, dass wenn das Werkzeug kaputt geht, dass man denn die Rohstoff nicht bekommt? Oder haben wir es gerade einfach nur überhört? Also ich überhört. Ah, das ist ja... Also ich muss schon sagen, ne, mein Klon ist immer noch ganz schön verbuggt. Okay, hier jetzt wahrscheinlich doch auf. Ja, mehr ist hier nicht. Schade. Na gut, war ein kurzer Ausstecher, aber aua. Boah, Alter, die Sonne, ey. Boah, ey, ist ja gerade richtig. Man könnte fast denken, wir haben Sommer. Komm ich hier wieder raus? Ja, komm wieder raus. So, mach ich dich mal zu hier. Komm her mit. So, die Fackel da lassen wir mal stehen, damit wir wissen. Hier war nicht oben eine Fackel. Dann halt nicht. So, die Fackel hier lassen wir mal stehen, damit wir wissen, okay, wir waren ja schon mal. Aber. Lass mich doch. Danke. So, die eigentliche Höhle, die ich aber gesucht habe, oder zu der ich hin wollte, ist da hinten irgendwo. Ach man, jetzt einfach mal gehen wie ein Mensch. Ist auch noch was. War das hier? Nee. Müsste das da hinten gewesen sein, oder? Nee, es war da oben irgendwo drauf. Das ist also noch eine Höhle. Sehr schön. Oder und geht es ja auch noch weiter. Oder hier lang. Kann natürlich sein, dass das hier da unten noch hingeht. Es sieht fast so aus. Okay, also das geht auf jeden Fall auch damit lang. Aber hier geht es auch noch lang. Holy shit. Hier geht es doch weiter runter. Okay, ich sehe hier Eisen. Ich darf mich aber hier nicht so sehr rumschleichen, weil noch unbeleuchtet ist. Ich würde mir gerne erstmal einen Gesamtüberblick verschaffen. So, und dazu zählt zum Beispiel, dass es hier noch rein... Ne, geht nicht rein. Hier ist nichts. Okay, das heißt also, der Haupteingang ist tatsächlich... na, ich sag jetzt mal der hier. Und dann geht es hier halt in... Für uns interessanterweise nun die Richtung hier weiter. Aber hier ist da ein Schacht, da geht's weiter und da geht's weiter. Also schon mal eine Dreifachverzweigung. Naja, also eine Zweifachverzweigung zu drei Wegen. So. Ist das hinten auch noch eine Höhle? Ist das, das sieht aus wie so ein Canyon. Gar zu viel zu erforschen hier. Ja, hier war ja der große Waldbrand. Oder war das hier? Doch, genau. Hier, na, ja, genau. Das hier war der Berg, hier war der große Waldbrand.
Es ist schon wieder dunkel, ich glaube das nicht. Ich glaube das nicht. Da ist noch eine Höhle. Dann kann es aber sein, dass es das hier gewesen ist, was wir gesehen hatten damals. Och, schon alles schon so lange her hier, Alter. Mindestens einen Tag. Ja, ist ja gut, ich gehe schon nach Hause. Meine Fresse. Hier geht's auch noch runter. Hier geht's auch noch. Och, leck mich doch am Arsch. Okay. Das ist ein bisschen heftig. Ein bisschen heftig. Ja, ist ja gut jetzt. Gönnen Sie mir noch ein bisschen Zeit. Ich muss noch nach Hause. Der Weg ist so lang. Ich würde aber sagen, nächste Folge machen wir doch vielleicht erstmal hier Dachbau. Damit die Wohnung jetzt endlich mal ein Dach bekommt. Macht vielleicht ein bisschen Sinn. Du geh mal zu. Dann gehen wir erstmal hier einen roten Pen, ne? Können wir hier schon mal was reinschmeißen? Nö, nee, nicht wirklich. Außer mal dich hier kommen. So. Ansonsten. Nein, nicht aufmachen, hallo? Bist du denn verrückt? Bist du denn des Wahnsinns? Du kannst da rein. Du kannst auch da rein. Ne? Also Melonen haben wir schon ein bisschen. Ne, haben wir schon ein bisschen was mittlerweile. Ja, Holz auch. Und mit dem Holz werden wir die nächste Folge dann, wie gesagt, auch mal hier ein bisschen rumtun. Da haben wir mittlerweile ein bisschen was. Ne, nee, dich nicht. Sondern das normale Holz, hier Dschungelholz. Andererseits, das haben wir hier alles mit normalem Holz gemacht. Vielleicht sollte ich das Dach. Nee, eben gerade dann ist das Dach mit dem dunkleren Holz. Dann hebt sich das nämlich auch ab. Dann machen wir direkt tatsächlich ein Holzdach. Aber halt hier mit Dschungelholz, was sich farblich halt ablegt. Ganz geil. Gut, in dem Sinne würde ich mal sagen, schau mit V und dann jo, sehen wir uns nächste Folge wieder. Bis dahin.